So Leute, grüßt euch, Moneymaker am Start, Poppy auch hier. Ja, vergesst auf jeden Fall den ganzen Laden hier nicht zu abonnieren. Ja, die Glocke anzuschmeißen, standesgemäße Klamotten hier. Und wir gucken jetzt mal, ob wir uns mit dem Arsch auf den Kaktus setzen können. Abfahrt. Wir haben uns gerade eben was gewünscht, und zwar 650 Freispiele auf Railroad. Hab ich mal gesehen damals. Hab ich damals auch gehabt. 588, die ist das. Ja, heute ist ein Tag, ne? Was man so sagen darf. Tja, ein paar Euros rausgeholt. Ein bisschen geknallt. Ja, hier gasen wir mal einen 40er an. Wenn er nicht reingehen sollte, dann muss ich auf jeden Fall nochmal das Ufer wechseln. Ja, Drecksau drüber. Ja, was will man da machen? Kann auch so ein schönes Spiel sein, ne? Das ist aber das normale Railroad, ne? Railroad Plus. Aber keine 10 Linien. Normalerweise meistens so mit 10 Linien, weil du da mehr Krempel kriegst und. Ja. Ne? Aber ja, gut. Scheißegal. Viele haben ja auch immer geschrieben, Mann, ich zock mal Railroad, bla bla bla. Ja. Ich spiele schon die ganzen Wünsche, was ich da so lese und höre und was weiß ich, aber das Problem ist, kann ja auch nichts daran ändern, wenn da keine Spiele einlaufen. Nee. Ne? Vor nicht so viel vorgedreht worden, ne? Das heißt im Grunde genommen, wenn man das auch erstmal veröffentlicht, was man schon vorgedreht hat. Ne? Ja, deswegen zum Beispiel. Das ist immer schlecht. Ja, weil viele auch immer denken, man wäre jeden Tag ein Spieler. Ja, ganz bestimmt nicht. Also, Gehirn verbrannt bin ich dann auch nicht. Reicht ja schon, wenn ich denn zocken bin, dass ich genug verzocke und sonst irgendwas. Oder dann auch mal lange, logisch. Aber das heißt aber nicht, dass ich hier jeden Tag in so einem Saustall bin. Da habe ich ja keinen Bock drauf. Nur andere Sachen zu tun. Nee, das sieht ganz, ganz müde aus. Ganz müde Auftritt ist das. Aber man weiß es nicht. Manchmal kommen die so reingeflattert. Ja. Nee. Definitiv nicht. Auch zu mager Gewinne, da merkst du schon von der Quote, ne? Guckst du mal so was hier, 8,80 oder was? Fake. Ja, sowieso. Fake. Guck mal, aber auch voll bescheuert, ne? Für 3 kriegst du 4 Euro, für 4 kriegst du 4,80 Euro. Hab ich mal gesehen, auch 15 Witz. Mal. Nee, hab ich mal gesehen. Naja, hab ich auch gehabt. Das hab ich auch schon gehabt. Lange her. Damals gab es ja auch nicht so viele Spiele zur Auswahl, weißt du? Da konntest du das dann auch mal. Ja, da waren, ne? Da waren die noch praktisch auf der ersten Seite noch drauf. Genau. Ne? Ist der dann noch drauf in der zweiten Seite, ne? Hier, ne, da ist gar nicht mehr drauf. Da musst du mit My Top Game reinholen. Alten scheiß Esel. Das waren damals so die Standardspiele, ne? Ja. Deswegen konntest du das ja meistens gar nicht verfehlen, so. Jetzt spielt das kein Schwanz mehr. Ne. Ich sehe das kaum Leute, die irgendwie. Oh, ich wollte gerade Autostart rausmachen, ey. Bloß deine Patschwörtchen da weg. Ist mir gespannt. Ganz schmutzige so, Features. Let's go. So, 498 Spiele. 650 bin ich. Ach so, ja, gut. Dann machen wir die Mitte, 560 oder irgendwas. Ja, erstmal gucken. Schon gerade an, ne? Tja, das ist normal. Das ist normal. Das sind schon die Kakteen, die halt im Ohren fliegen jetzt. Oh, scheiße, Mais. Scheiße. Dünn, dünn, Digga. Ja, ja, normal. Hinten schlecht gesetzt. Ja, gut. Hauptsache, der setzt überhaupt, ne? Aber vielleicht kommt dir jetzt nochmal eine Verlängerung da ans Ufer. Ach. Komm. Wenn dann wirft er die schnell so dick, so weißt du? Im letzten Spiel. Wünsche von uns wurden leider nicht. Wurden nicht gehört, nicht mal ansatzweise. Scheiße. 31 Flöhe, Leute. Tja, lassen wir noch mal ein bisschen nachlaufen. Schade. Ja. Wer hätte das gedacht?
Vielleicht setzt er aber nochmal nach, man weiß es nicht. Der war groß und. Der Rasierapparat war größer. War größer. Da sehen wir solche Summen wie regulär dann auf 30, 40 Cent laufen oder 20 Cent, finde ich immer. Ne? Ja, so ja. Total ärgerliche Summen. Oh, ich setze mich mal hin, Leute. Sonst kriege ich hier nämlich noch einen schweren Arm. Oh, meine Scheiße. Und das kackt dann ja auch irgendwie voll an. Ja, ja, logisch, kackt das einen an. Ja, kommt aber auch kein Nachtzieher mehr dann, ne? Das soll ich ja schon mit 70 wechseln. Das ist halt bittere, ja. So, 12 Dreher. Ach, ey, komm noch rein, ey. Natürlich schön gewesen, ey. Erster Dreh. Gerade mal Samurai, oder? Jo, einmal auf 1 Euro, bam, direkt dann. Ja, logisch, irgendwann ist jeder Automat zu Ende. Game over. Schön. So Leute, ihr wünscht euch ja auch jedes Mal hier Totem Chief, dann greifen wir das mal an. Guck mal, ob der Apache im Ohren fliegt, ja? Tja, da ist er doch. Für 15. Ja, solange er sich ein bisschen hält. Kann halt immer mal sein, dass der schmierigen Säcke da reinwirft. Ja, kannst du auch den Abonnenten mal sagen, dass sie mal fleißig Kommentare unterschreiben sollen diesbezüglich des Einsatzes von dem Spiel. Würde mich auch mal interessieren, ob die da auch die Brocken sehen, mit 2 Euro, 4 Euro, diese hohen Gewinne. Und was hier bei Totem Chief oder? Totem Chief haben wir sehr oft damals gesehen. Ob das früher war das gang und gäbe, ne, bei dem Spiel. Aber oft habe ich das damals gesehen, dann haben die so 1, 2 Euro gespielt, dann gab der da schon mal irgendwie ein volles Bild, dann ist man hochgegangen und dann hat der auch plötzlich so bam, so, da Euro, waren direkt 3, 4 rein, so, weißt du? Oh, haben wir noch zusammen gesehen, weißt du? Naja, oft. Aber der braucht auch, ne? Der braucht Umdrehung, dieses Spiel braucht wirklich Umdrehung, lange erstmal. Naja, gut, aber dann brauchst du auch eine lange Luft und dann darfst du ja aber keine 7 Stunden buchen müssen. Dann muss Auto buchen sein. Geld rein, direkt spielen. So Casino-Style, weißt du? Aber hier, das ist. Drietene Pief. Komm. Schmutzigen 15er. So zeigt, sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne? Ja. Auch ein Brecher, ne? Mika, das ist alles nur Überlebungswasser hier, sonst gar nichts. Knüppel brauchen wir. Warum soll das nicht mal bei uns so sein? Nur so 4 Euro drücke ich sowieso nicht, ey. Die Abonnenten immer noch verrückt nach Totem Schief, ne? Viele sagen immer, zock mal Totem, zock mal Totem. Ja. So. Gucken wir mal. Willst du den Apachen jetzt rauslocken, ne? Mit 2 Euro. Ja, vielleicht kommt er mal rein, man weiß es nicht. Wenn man es nicht riskiert, weiß man es nicht.
Ja, jetzt müsste mal so ein Gewinn kommen, so wo der dann mal wieder hält, so. Oder ein Fuffi, so, dass der mal ein bisschen wieder nach oben geht. Aber läuft auch schon wieder komplett anders, ne? Ja, ist direkt vorbei. Normalerweise denke ich auch, dass mit dem Einsatz wenig zu tun hat. Aber komischerweise keine Gewinner mehr. Ne, oder? Abfahrt. Jetzt geht's los. Das ist. Wieder kommt er oder nicht? Ich ging jetzt rein, fliegt hier im Laden Lampen aus. Nee, macht er aber nicht. Ich muss mal vorab sagen, dass der Automat schon richtig gekotzt hat. Ne? Ja. Ah, man weiß es nicht, Mann. Ne. 10 Umdrehungen sind dann auch wieder zu kurz hier. Schade. Aber hätte ja klappen können. Ja. So, liebe Abonnenten, das war's. Haut rein.